Cristiano Ronaldo ist der GOAT. Deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte im heutigen Video euch zeigen, warum Ronaldo der GOAT ist. Beziehungsweise, um genauer zu sein, möchte ich euch Momente präsentieren von Ronaldo, in dem er es wirklich jedem Gegner gezeigt hat. Beziehungsweise, um genauer zu sein, möchte ich euch Momente zeigen, in denen es Ronaldo einem bewiesen hat. Das Video ist übrigens kein Video, das heißt, Messi ist nicht der GOAT oder so. Für mich sind beide GOATs. In diesem Video geht es einfach nur darum, dass ich euch ein paar coole Ronaldo-Momente zeigen will. Nur, dass das gesagt ist, kommt mir bitte nicht damit mit, der ist besser oder der ist besser. Danke an dieser Stelle. Gut, sei es drum, fangen wir jetzt mit dem Video an. 2013 musste Portugal wirklich strugglen für die Qualifikation der WM 2014. Sie hatten ein Qualifikationsspiel gegen Schweden. Das erste Spiel, also das Hinspiel in Portugal, ging 1:0 aus für Portugal. Also an sich nicht schlecht. Aber in der zweiten Partie hat sich Schweden wirklich auch bewiesen und auch gezeigt, dass sie den Sieg wollen. Man muss hier nur kurz bedenken, zu dieser Zeit war Schweden nochmal stärker, als sie es heute sind. Der Kapitän zu dem Zeitpunkt war kein anderer als Zlatan Ibrahimovic. Und Zlatan Ibrahimovic für Schweden war wirklich insane. Man muss aber auch ehrlich zugeben, die Portugiesen haben super gestartet ins Spiel. 1:0 in der 50. Minute von Cristiano Ronaldo. Doch danach kam der Schock für Portugal, um danach wieder Ronaldo einen Moment zu geben. Doch was ist passiert? In der 68. Minute macht Zlatan Ibrahimovic das 2:1 bzw. das 1:1 im Rückspiel. Um dann nur 4 Minuten später schon den nächsten Treffer zu machen und den Ausgleich insgesamt zu machen. Es stand also zu diesem Zeitpunkt 2:1 im Spiel für Schweden. Zlatan Ibrahimovic beweist es Ronaldo, dachte man. Doch auch hier zeigt sich, warum Ronaldo der GOAT ist. Denn er macht innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. In der 77. und in der 79. womit er dann insgesamt ein 4:2 gemacht hat. Ihr müsst euch vorstellen, 5 Minuten später, nachdem Ibrahimovic einen Ausgleich macht für Schweden, kommt Ronaldo einfach zurück und dreht das Spiel dann nochmal komplett. Mit diesem Spiel ist er für viele Portugiesen der Held geworden. Denn er hat seine Nationalmannschaft in die WM gebracht. Auch wenn er nie mit Portugal die WM gewonnen hat, hat er für Portugal wirklich sehr, sehr viel getan. Das nächste, was wir uns jetzt anschauen, ist auch sehr, sehr interessant, denn wir schauen uns jetzt einer der ersten Momente, wo es Ronaldo allen bewiesen hat, in Real Madrid. Wir müssen nicht diskutieren, Ronaldo hatte seine erfolgreichste Zeit in Real Madrid. Doch wir schreiben das Jahr 2011. Zu dieser Zeit kam Ronaldo und hat es auch schon bewiesen, dass er auf jeden Fall was drauf hat, aber so den ersten großen Moment gab es noch nicht wirklich, bis zu diesem einen Spiel. 2011 war das Copa del Rey Finale zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Zu dieser Zeit war bei Barca der Trainer Pep Guardiola, also wir schreiben eine legendäre Ära. Leute wie Messi, David Villa, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Alves, Piqué, Mascherano, ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt, Argentinier. Es waren da wirklich viele legendäre Spieler. Bei Madrid genauso, mit Özil, Di Maria, Khedira, Alonso, Pepe, Arbeloa, auch eine Legende, da war Carvajal noch nicht da. Für Real Madrid war es zu dieser Zeit auch sehr schwierig, denn in den letzten 6 Spielen zuvor hatten sie nicht ein Tor gegen den FC Barcelona geschossen, also es war eine sehr, sehr schwere Zeit und dann kamen sie im Finale. Aber das, was Real Madrid halt gut kann, sind die Finale, muss man ehrlich zugeben. Zwar ist in den ersten 90 Minuten an sich direkt nichts passiert, weil es gab kein Tor, von beiden Seiten aus nicht. Aber in der Verlängerung kam es dann dazu, dass Marcelo Arbeloa den Ball gab, Arbeloa flankte und Ronaldo so einen Sprung hingeliefert hat, was nicht der letzte Sprung ist in diesem Video. Wir werden uns noch ein Kopfballtor anschauen, aber darum geht es gar nicht, sondern er hat so einen Sprung hingeliefert und hat so ein schönes Kopfballtor gegen Barca erzielt in der Nachspielzeit. In der 103. Minute, das war einfach schön. Und Real Madrid gegen Barcelona Spiele sind eh immer legendär. Und wenn es dann ein Pokalfinale ist und du bist der entscheidende Spieler, dann hast du sehr, sehr viel richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und das hat Ronaldo in diesem Moment definitiv. Der nächste krasse Moment ist, wie schon zuvor angesprochen, auch ein Kopfballtor. Das ist ein Tor, der aus emotionaler Sicht für viele Ronaldo-Fans episch war, aber auch fußballerisch. Wir schreiben das Jahr 2013. Real Madrid und Cristiano Ronaldo spielten Champions League und trafen auf Manchester United. Ronaldo kam vor ein paar Jahren zu Real Madrid von eben genau Manchester United. Das heißt, er trifft auf seinen Ex-Verein. Mittlerweile würde er vielleicht bei einem Tor jubeln, damals aber noch nicht. Es gab ein Tor, doch wie ist es entstanden? Di Maria flankt zu Cristiano Ronaldo und Ronaldo springt und macht ein Kopfballtor. Man könnte jetzt denken, ja, aber ein Kopfballtor, was ist dann besonders direkt? Naja, er ist 53 cm hoch gesprungen. Das ist verdammt nochmal viel. Hat damals bewiesen, dass Ronaldo eine Sprungkraft hat, die fast kein Spieler hat. Ronaldos Kopfbälle sind wirklich
wirklich legendär. Und für mich persönlich ist es sogar der beste Kopfballspieler der Welt. Da würden wahrscheinlich ein paar vielleicht widersprechen mit ein paar anderen Spielern. Aber für mich persönlich, Ronaldo Prime mit Kopfbällen nicht aufzuhalten. Das Tor war einer der schönsten und coolsten Ronaldo-Tore für mich. Aber auch natürlich einer der traurigsten, weil es damals gegen seinen Ex-Verein war. Heute würde ich es nicht so besonders finden. Aber zu der damaligen Zeit, wie gesagt, gab es ja die Probleme mit Manchester United nicht. Wie steht ihr eigentlich aktuell zu diesem Thema Manchester United und Ronaldo? Wer war da im Recht? Fandet ihr die Geschichte traurig, dass es jetzt in dem Sinne jetzt im Nachhinein so dumm auseinandergegangen ist? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Falls euch das Video bis jetzt gefallen hat, abonniert den Kanal. Doch weiter geht's. Wir sind in der Season 17-18. Ronaldo hat mit Real Madrid zweimal die Champions League nacheinander gewonnen. Alle waren baff. Was machen die gerade? Zu dem Zeitpunkt wusste niemand, dass das erstens die letzte Season von Ronaldo in Real Madrid ist und dass Real Madrid diese Season nochmal die Champions League gewinnen wird und damit diesen unfassbaren Rekord aufstellt, dass man dreimal nacheinander die Champions League gewonnen hat. Die Champions League Season fing sehr gut an. Man hat gewonnen, Ronaldo hat ohne Ende Tore geschossen. Im Achtelfinale hat man sogar PSG geschlagen und nach dem Achtelfinale am Freitag wurde bekannt gegeben, dass der nächste Gegner Juventus Turin ist. Juventus trifft also mal wieder auf Real Madrid. Es gab schon Begegnungen auch zuvor. Es gab 2017 zum Beispiel im Champions League Finale schon mal eine Begegnung. Dementsprechend waren alle im Hype. Ihr müsst wissen, Juventus zu der Zeit ist nicht das Juventus, was man heute kennt. Zu der Zeit waren sie zuvor zweimal im Champions League Finale. Einmal gegen Real Madrid und einmal gegen Barcelona. Gut, sie haben keins gewonnen. Trotzdem waren sie im Finale. Und auch hier waren sie im Viertelfinale. Das heißt, die waren stark und die haben geliefert. Ich spoilere mal schon ein bisschen voraus. Real Madrid hat natürlich gewonnen, aber es wurde ein knappes Spiel im Nachhinein. Doch dazu kommen wir später. Auf jeden Fall war es Viertelfinale. Ronaldo hatte zu dem Zeitpunkt 12 Tore. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Viertelfinale und Ronaldo hat schon 12 Tore und Torschützenkönig in der Champions League war schon mal Ronaldo, also von Rekord her, denn er hat mal in einer Season 17 Tore geschossen und zu dem Zeitpunkt fehlten nur noch 5 Tore und man war erst im Viertelfinale und die Leute waren hyped. Schafft es Ronaldo wirklich den Rekord zu brechen oder nicht? Das erste Spiel war dann am 3.4.2018 in Juventus. Wir werden hauptsächlich nur über das Spiel reden, weil da eben dieses besondere Tor passiert ist. Das Spiel startet und es geht 3 Minuten, bis Real Madrid zum ersten Mal trifft. Cristiano Ronaldo bekommt einen Ball von Isco und verwandelt ihn. Wunderschönes Tor und das hat einfach bewiesen, dass Ronaldo Lust hat, die Tore zu schießen. Das war sein 13. Tor. Es fehlen auf einmal nur noch 4 Tore und dann hätte er den Rekord nochmal geschafft. Ich möchte hier kurz Karim Benzema loben. Der Dude wurde gar nicht gelobt, weil Ronaldo immer die Tore geschossen hat. Aber zum Beispiel bei dem Tor hier hat man ganz klar gesehen, dass Benzema sehr wichtig war, weil er die Verteidiger abgelenkt hat. Ohne Benzema wäre das Tor vielleicht nicht so einfach passiert. Und solche Situationen gab es oft. Selbst Ronaldo sagt ja immer wieder, wie wichtig Benzema war. Zu der Zeit haben das sehr viele vergessen. Benzema jetzt natürlich im Nachhinein ein Top-Spieler, der seitdem Ronaldo nicht mehr da ist, komplett glänzt, weil er vorne alles übernehmen muss. Und der übernimmt die Verantwortung und hat sogar letzte Season mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Doch kommen wir wieder zurück zum Spiel. In der ersten Hälfte passierte nichts mehr, was Tore betrifft. Beide hatten ihre Aktionen, beide waren im Spiel. Es war ein 1:0, alles war noch offen. Die zweite Hälfte startet und es geht grundsätzlich genauso weiter. Hinten bei Juventus passiert ein Fehler. Ronaldo bekommt den Ball. Ronaldo passt den Ball. Der Spieler, der von hinten ankommt, schießt, trifft ihn aber nicht. Der Ball landet aber wieder zu einem Real Madrid-Spieler und der flankt. Und was macht Ronaldo? Er springt und macht sein Tor. Was man in dieser Art und Weise so nicht gesehen hat. Ibrahimovic etc. haben auch schon zur Tore geschossen, aber in der Art, wie Ronaldo hier gesprungen ist, die Höhe, die Situation und die Wichtigkeit der Partie, sowas gab es kaum. Selbst Ronaldo war davon komplett baff. Hört euch mal an, was Ronaldo dazu gesagt hat. Well, it's your favorite? Yes. Jumping, I think I'd never see a goal with a bicycle like this one. The way I jump against Buffon, against Juventus, quarterfinals of Champions League, probably one of the best goals I ever seen in football. Not just because it's my goal. If it will be another player, I will say the same. Das war so ein schönes Tor, dass die Juventus-Fans aufgestanden sind und applaudiert haben. Die waren komplett baff. Was hat der Typ gemacht? Selbst Messi-Fans haben zugegeben, das war ein wunderschönes Tor. Ich persönlich finde es immer wichtig, egal von wem man Fan ist, dass man, wenn man Wunder sieht, schöne Tore sieht, dass man einfach sagt, das war ein schönes Tor. Ich finde, sowas sollte man nicht leugnen. Wenn etwas schön ist, ist es schön. 8 Minuten nach dem Tor traf nochmal Marcelo und es gab einfach ein 3:0 von Real Madrid. Das Spiel endete mit 3:0. Im Rückspiel in Bernabéu
Bernabeu gewann Juventus sogar 3:1. Real Madrid hat sich aber mit einem Tor Vorsprung durchgesetzt. Aber es war krass, die haben es wirklich fast geschafft, ein 3:0 zu drehen. Ronaldo hat in der letzten Minute das 3:1 geschossen mit einem Elfmeter. Lucas Vazquez wurde gefoult, es gab wie gesagt den Elfmeter. Und so ist dann Real Madrid durchgekommen. Wir schreiben den 20.02.2019. Es ist Champions League Time. Atletico Madrid trifft auf Juventus Turin. Das ist das erste K.O.-Spiel von Cristiano Ronaldo im Trikot von Juventus Turin. Alle Erwartungen waren groß. Was wird jetzt Ronaldo machen in Juventus? Wird es allen beweisen, so wie es bei Real Madrid gemacht hat, oder nicht? Das Spiel fing an. Morata erzielte ein Tor mit dem Kopf, was wunderschön war. Es zählte jedoch nicht. Und dann später in der Schlussphase, in der 78. Minute, erzielt Jose das 1:0. Diego Simeone dreht durch und macht den legendären Jubel. Atletico war nach dem Tor in Fahrt und sie wollten nicht aufhören. In der 83. Minute macht Diego Godin das 2:0. Alle waren schockt. Alle dachten, okay, für Juventus und Cristiano Ronaldo ist es aus. Man konnte es nicht glauben. Ronaldo kommt extra zu Juve, um Juve zu helfen und mit Juve die Champions League zu gewinnen. Und dann im allerersten K.O.-Spiel sollen sie rausfliegen? Nach dem Spiel lachten sehr viele Atletico-Fans Ronaldo aus. Ronaldo zeigte im Stadion immer wieder seine Hand und zeigte damit die 5, um zu symbolisieren, dass er 5-mal die Champions League gewonnen hat und ein Spiel nichts aussagt. Nach dem Spiel sah man sehr viele Atletico-Fans, die Ronaldo wirklich ausgelacht haben. Schaut euch mal diesen Clip an. Cristiano, ¿qué? Ahora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano, 5, ¿qué? A llorar, a Turín, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita. Pues, adiós, vaya Italia, no vuelva. Se ha ido calentito de aquí. Ahí, ihr habt richtig gehört. Sie sagen Dinge wie geh schlafen, 5 was auf die Champions League anspielt. Und sie sagen auch so Dinge wie bleib in Italien. Es kam ein Chat zwischen Ronaldo und Patrick Evra raus, in dem Ronaldo selbst schrieb, home, we smash them. Also Ronaldo hat von Anfang an gesagt, an seine Freunde etc., dass er sich rächen will und Atletico Madrid zerstören will. Vor dem Spiel kam auf dem offiziellen Juventus Channel ein Interview raus mit Ronaldo, wo er sich auch zum Spiel geäußert hat. Hört euch mal das. We have to do it a special night. Is there something you'd like to say to our fans before the game? Yes, I want. Well, what I want to say, it's Tuesday night. Let's thinking positive. Let's believe it's possible. But we need your help. Make the stadium good, beautiful. Be everything together, everyone together, and we need your help because we're gonna do it our job in the pitch to try to score goals and win the game, and we need your support. Thank you very much. Dieses Interview zeigt einfach, wie ein Cristiano Ronaldo denkt. Er hat so ein Mindset, das ist unzerstörbar. Das ist sehr, sehr wichtig und es war auch wichtig für das Rückspiel. Und dann kam der Tag, an dem Ronaldo sich an alle Hater gerecht hat. Wir schreiben jetzt den 12.03.2019. Juventus startete zu Hause direkt. Sie fingen mit Aktionen an ohne Ende. Bis zur 27. Minute ging jedoch keiner rein. Bis dann eine Flanke kam und Ronaldo mit einem unfassbaren Kopfballtor das 2:1 brachte. Jeder war überrascht. Was passiert hier? Kommen sie wirklich zurück? Hat Ronaldo wirklich so Lust? Passiert wirklich ein Comeback? Alle waren verwirrt und gespannt und die Partie nahm direkt an Spannung zu. Ronaldo machte allen Teamkollegen nach dem Tor sofort klar, okay, gib Gas. In der ersten Hälfte passierte leider nichts mehr, bis dann die zweite Hälfte kam und da dauert es aber nicht lange. In der 48. Minute wieder Ronaldo und wieder ein Kopfballtor. Der Typ hat einfach das Spiel gedreht in 48 Minuten. Alle waren baff. Und das Spiel war ab da komplett ausgeglichen. Wer gewinnt jetzt? Man konnte es nicht sagen. In der 86. Minute, kurz vor Schluss, passierte aus Atletico-Sicht das Unglück. Bernadesch wird gefoult und es gibt einen Elfmeter. Und wer kann Elfmeter schießen? Genau, Cristiano Ronaldo. Und er nimmt den Elfmeter und was passiert? Genau, er macht ihn. Ronaldo dreht das Spiel gegen Atletico Madrid in 86 Minuten mit einem Hattrick. Alle waren still. Ronaldo kam natürlich auch mit dem Jubel, mit dem Diego Simeone kam im Hinspiel. Ihr müsst euch vorstellen, Atletico Madrid kennt Cristiano Ronaldo gut von Real Madrid. Und es gab schon mal in einem Champions League Spiel, in einem wichtigen Spiel, im Champions League Finale sogar, einen Elfmeter von Ronaldo, der Atletico den Champions League Titel kostete. Dementsprechend müsst ihr euch vorstellen, was die auch gedacht haben, als es wirklich Elfmeter gab, in der 86. Minute. Die wussten ganz genau, es ist vorbei. Cristiano Ronaldo ist für solche Spiele gemacht. Er liebt solche Spiele. Vor dem Spiel
Spiel, allein durch den Chat oder durch das Interview, hat er ganz klar symbolisiert, er glaubt an sich, er glaubt an das Team. Und solange er Leute hat, wo auch so glauben wie er, gewinnt er alles. Das macht dann Cristiano Ronaldo aus. Das ist zum Beispiel etwas, und ich bin ein riesen Messi-Fan, dass ich an Messi manchmal vermisse. Diese Energie. In der WM jetzt, da hat er wirklich sehr gut mit Energie gezeigt. Er hat gezeigt, dass er es will. Aber jetzt zuvor mit Barcelona oder auch mit PSG, da hat man gemerkt, sobald es nicht so gut lief, hat es schnell aufgegeben. Nach dem Spiel äußerte sich auch Chiellini und sagte Folgendes. Cristiano's hat-trick will definitely hit the headlines, won't it? Cristiano. I said yesterday in the press conference, I'm sure Cristiano will do Cristiano tonight. It's unbelievable. Selbst die Mitspieler sind überrascht. Cristiano Ronaldo macht einfach Dinge, die unglaublich sind. Die Spieler sind jeden Tag mit ihm im Training und sehen jeden Tag, was er macht. Aber er macht es halt in diesen Spielen, wo man sich erwartet. Dieses ganz, ganz Unmögliche. Dieses Unmenschliche. Dass selbst, wie gesagt, seine Mitspieler überrascht sind. Allgemein war Ronaldo in seiner ersten Season bei Juventus sehr, sehr gut drauf. Er hat in 9 Champions League Spielen 6 Tore geschossen in der Serie A nach 31 Spielen. 21 Tore. Und ich habe hier nicht mal die Vorlagen mitgerechnet. Es gab natürlich das dumme Aus im Viertelfinale in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Das hätte man verhindern können und müssen eigentlich. Und da wären wir wirklich in der Champions League Halbfinale. Und wenn du im Champions League Halbfinale bist, dann kann alles passieren. Freunde, das waren die Momente von Ronaldo. Was sagt ihr zu diesen Momenten? Was war für euch der krasseste Moment? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Falls dieses Video dir auch nur zu 1% gefallen hat und du auch nur zu 1% Cristiano Ronaldo Fan bist, dann musst du 100% geben, um diesen Kanal zu abonnieren. Wer mich unterstützen möchte und es sich auch leisten kann gerne Kanalmitglied werden. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Ansonsten war es das grundsätzlich vom Video. Falls ihr noch irgendwelche Videoideen habt für die nächsten Videos, könnt ihr sie mir übrigens auch in die Kommentare schreiben. Und sonst habe ich nichts mehr zu sagen, deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil und gesund.